Schön, dass du eingeschaltet hast und ich wollte dir in diesem Video einfach mal Danke sagen. Heute vor genau 3 Jahren habe ich mein allererstes Video veröffentlicht. Einige von euch kennen dieses Video und ich saß an diesem Video tatsächlich 3 Tage. Ich wollte also mit YouTube starten und wirklich Qualität abliefern, hatte aber keine Ahnung, wie man Titel setzt, wie man taggt und was überhaupt momentan auf YouTube angesagt ist. Warum ich mit YouTube angefangen habe, war eigentlich aus Empfehlung von Freunden und natürlich auch, weil ich selber sehr viele YouTuber angeschaut habe, unter anderem Gronkh, Sarasa, Hand of Blood, Markiplier und PewDiePie und natürlich die Game Grumps. Und diese Kanäle haben mich so inspiriert und ich habe diese Kanäle und vor allem diese Videos so gerne geschaut, da sie mich einfach zum Lachen gebracht haben. Und das war für mich eigentlich auch ein Ziel, wo ich mir dachte, wie schön muss es sein, wenn man ein Video hochlädt und die Leute freuen sich auf dieses Video und du kannst wirklich mit gutem Gewissen sagen, die Leute haben sich unterhalten gefühlt und du hast vielleicht sogar jemanden den Tag verschönert. Ich weiß, es klingt jetzt sehr kitschig, aber das war wirklich einer der Beweggründe, warum ich einfach Lust hatte, YouTube zu machen. Denn die Videos der anderen haben mich auch oft an traurigen Tagen echt aufgebaut. Also nochmal danke dafür. Man sieht auch an den ersten Videos, wie unsicher ich mich gefühlt habe. Ich denke, einige von euch haben auch mal die ganz alten Videos angeschaut, wenn nicht, hier mal ein kleines Beispiel. Sehr süß. Ich wollte das Spiel immer schon mal spielen. Ach ja, erstmal. Hallo. Ich bin das saftige Gnu. Und Ruby XE. Und jetzt spielen wir Goat Simulator. Ich wollte schon wieder Simulator sagen. Das ist Ruby. Und ich bin feucht. 1, 2, 3. Also, wir spielen jetzt Slenderman. Alle anderen Teile haben wir schon gespielt. Und da das der Klassiker ist, fangen wir jetzt an. Ich bin das saftige Gnu. Und ich bin Ruby XD. Yeah. So, und jetzt fangen wir an. Ich weiß, die Qualität lässt auch zu wünschen übrig, aber so war das eben damals. Ich dachte tatsächlich, mit dieser Qualität kann man wirklich Abonnenten bekommen. Tatsächlich habe ich ein paar bekommen und das sind meine Urgesteine. Und denen möchte ich nochmal ein herzliches Dankeschön sagen. Diese Leute unterstützen mich schon seit 3 Jahren, waren immer für mich da, bei allen Tiefs und bei allen Erfolgen. Vielen, vielen Dank an euch. Mein persönliches Ziel war auf YouTube immer die 20k. Anfangs dachte ich natürlich, oh, ich möchte erstmal die 100k. Die haben wir dann geknackt. Dann war mein nächstes Ziel die 5000. Dann mein Ziel die 10.000. Und mein absolut letztes Ziel für mich persönlich waren die 20.000. Weil ich ab den 10.000 gemerkt habe, es ist mit Gaming doch wirklich sehr, sehr schwierig hochzukommen beziehungsweise Reichweite zu bekommen, da es so viele Channels gibt. Und ihr kennt mich ja. Beziehungsweise du kennst mich ja. Ich spiele eben sehr gerne und sehr oft Spiele, die keiner sucht und keiner findet. Deswegen ist es umso schwieriger, Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie zum Beispiel dieses Video hier. Oder auch das. Und viele, viele andere Beispiele. Deswegen bin ich umso verblüffter, dass ich jetzt diese Reichweite habe und so viele Klicks auf ein Video bekomme. Ihr wisst gar nicht, was es für ein tolles Gefühl für mich ist, auf ein Horrorgame 10.000 Klicks zu haben. Ein Horrorgame, nach dem keiner sucht, das keiner kennt. Oder eben andere Spiele, die ich für euch raussuche. Das ist für mich so ein großes Kompliment, weil ich weiß, ihr teilt den gleichen Humor und ihr mögt meinen Content. Und ich wollte immer mit Content groß werden, hinter dem ich stehe. Viele von euch vermissen auch Du Gnu und ich sehe auch, seitdem jetzt die neuen Leute hier auch der Gnu-Herde gejoint sind, wie gut dieses Format eigentlich ankommt und ich habe für mich beschlossen, im April wieder diese Folge weiterzuführen. Ich war damals wegen Du Gnu sehr, sehr demotiviert, denn es ist wirklich sehr viel Arbeit gewesen. An einem Video saßen wir wirklich mal eine Woche dran und das ging dann leider so nach hinten los, dass mir dann wirklich die Motivation fehlte. Aber dieses Format bietet mir auch sehr viel Kreativität und es ist einfach lustig und deswegen bin ich bereit, das wieder gerne für euch zu produzieren und freue mich auch auf eure Reaktion. Keine Sorge, das Video, wo ich eure Kommentare komplett nachspiele, kommt auch noch. Da habe ich die Hälfte bereits fertig. Das ist eben alles nur etwas aufwendig. Ich glaube, einigen ist auch bewusst, dass ich niemals gedacht hätte, mit diesem Kanal so weit zu kommen, denn ich habe mir damals auch bei der Namensfindung nichts dabei gedacht. Ich heiße Saftiges Gnu, weil ich diesen Namen besitze, seit ich sehr klein bin und zocke und ich einfach damals einen verrückten Namen haben wollte. Und diesen Namen, der hat mich bis heute begleitet, dieser Name. Und ich habe mir einfach damals gedacht, ich nenne mich einfach Saftiges Gnu, denn das verbinde ich mit Gaming.
Natürlich fragen sich einige oder sagen mir auch einige große YouTuber, ich werde nie große Werbedeals bekommen mit diesem Namen. Aber ich muss ehrlich sagen, was soll's. Das ist einfach mein Name und der zeichnet mich aus, deswegen werde ich ihn auf jeden Fall auch behalten. Das größte Kompliment, was ihr mir wirklich machen könnt und was auch sehr viele sagen und was mich sehr, sehr rührt, sind wirklich Nachrichten, die ich erhalte, wo Leute mir sagen, dass sie sich durch meine Videos so entertained fühlen, nach neuen Videos fragen und sich einfach nur bedanken und sagen, dass sie durch einen traurigen Tag jetzt doch etwas zum Lachen hatten. Also vielen, vielen Dank nochmal für diese tolle Nachricht. Ich habe mir auch lange überlegt, wegen dem 100k-Special, was kann ich machen, wie kann ich irgendwie den meisten Leuten etwas zurückgeben. Und es war auch eine Überlegung, dass man sagt, man macht ein Gnu-Treffen. Da war mir aber bewusst, dass viele eben nicht alle zu diesem Spot kommen können. Das heißt, ich hätte wieder nur einen Teil der Community erreicht oder belohnt oder was gegeben. Deswegen habe ich mir überlegt, da ich dank euch in den letzten Wochen durch YouTube schon etwas eingenommen habe an Geld, das natürlich auch für euch zu investieren. Und deswegen habe ich für euch eine PS4 Pro gekauft und eine Nintendo Switch. Diese könnt ihr morgen am Sonntag, am 1. April um 13 Uhr in meinem 10-Stunden-Stream gewinnen. Mir ist aber wichtig, dass der Stream im Fokus steht, dass nicht permanent gefragt wird, wann ich die PlayStation und die Switch verschenke. Ganz wichtig, Leute, bitte fragt nicht die ganze Zeit nach, ich entscheide das selbst. Neben diesen zwei Konsolen gibt es dann auch wieder ein paar Gutscheinkarten für euch und eine tolle Box gefüllt mit Kleinigkeiten rund um Gaming. Und das ist meine Art, um euch Danke zu sagen. Ich weiß auch hier, dass nicht jeder gewinnen kann, aber ich dachte mir, der 10-Stunden-Stream ist nochmal so ein kleiner symbolischer Abschluss für die 100k. Da werden wir auch Spiele wie Overwatch, Rocket League, Fortnite, GTA und vieles andere spielen, natürlich auch COD. Und ihr könnt überall mitspielen. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr morgen dabei wärt, 13 Uhr. Und wie gesagt, ich freue mich auf diesen Stream. Und wollte auch nochmal jeden Einzelnen vielen, vielen Dank sagen für diese geile Zeit. Es sind jetzt schon 3 Jahre. 3 Jahre. Das ist so eine lange Zeit. Mir kommt es echt nicht so lang vor. Und wenn ich überlege, wie viel ich schon an Zeit und alles investiert habe in YouTube. Am Anfang habe ich jeden Tag 11 Stunden am Rechner gesessen. Da habe ich noch studiert. Wirklich nur für YouTube. Ich habe am Tag 3 Videos hochgeladen. Ich wollte halt richtig Vollgas geben, aber das war auch einfach zu viel. Deswegen, mir macht es echt Spaß. Ich sehe das alles nicht als Last an. Im Gegenteil, es ist zwar Arbeit, aber ihr gebt mir ja so viel zurück. Deswegen mache ich das sehr gerne. Das schönste Gefühl für mich ist, ein Video zu veröffentlichen und zu sehen, geil, es kommt an, die Leute feiern es. Das ist wirklich schön. Und deswegen vielen Dank, Leute. Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. Wie gesagt, mein Ziel war 20k. Das haben wir im Dezember erreicht und da war ich schon mehr als glücklich. Und ab dem Punkt muss ich sagen, ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn man ein Ziel anstrebt oder wenn man einfach das erreicht hat, was man möchte und einfach nur glücklich ist. Weil seitdem ich jetzt einfach nur so glücklich bin, habe ich setze mich selber nicht unter Druck. Ich mache einfach. Und wie gesagt, mein persönliches Ziel ist erreicht. Ich sehe das alles jetzt viel lockerer und entspannter. Und ich finde, seitdem gefallen mir meine Videos auch besser. Ich war früher viel zu verkrampft und zu verbissen. Deswegen nochmal Dankeschön. Danke an euch alle. Danke für die ganzen Daumen, für die ganzen Kommentare. Einfach für alles, für die Unterstützung, auch an meine Moderatoren. Das sind die Leute, die immer den Chat aufräumen müssen. Und die so viel tolle Tipps mir geben, sich so involvieren. Vielen, vielen Dank. Und das machen die auch alles umsonst. Deswegen Dankeschön. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und ich freue mich auf viele tolle weitere Videos, Streams und eine gemeinsame Zeit mit euch. Ich wünsche euch frohe Ostern schon mal. Und falls ihr das Video später seht, ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Ja, danke für alles. Ich weiß, das ist alles nicht selbstverständlich. Ich weiß es alles sehr, sehr zu schätzen. Und ja, ich hätte nie gedacht, dass wir so viele Gnus werden. Wir haben schon die Stallung ausbauen müssen, beziehungsweise müssen die noch ausbauen. Gut, Leute, dann Dankeschön. Und hier würde es mich noch sehr interessieren, wie seid ihr auf meinen Channel aufmerksam geworden und was gefällt euch an diesem Channel? Das würde mich mal sehr interessieren. Wie seid ihr auf mich aufmerksam geworden? Ich glaube, der größte Großteil wahrscheinlich durch die Streams jetzt vor allem, aber generell, wie seid ihr auf den Channel aufmerksam geworden? Und was gefällt euch? Auf welches Format freut ihr euch am meisten? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich sage vielen, vielen Dank. Bis morgen im Stream. Ich sage nochmal das Datum, falls ihr das Video später seht. Der 1. April, 13 Uhr. Ich freue mich. Habt einen wunderschönen Tag
Und danke für alles. Ich weiß es alles mehr als zu schätzen. Eure glückliche Gnu-Mama.